Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Minecraft Live in the Woods. Bei einem sehr, sehr stürmischen Gewitter mit dem Dark Priest natürlich. Ja. Der hoffentlich sicher in seinem Häusle steht. Nein, ich stehe auf den Feldern. Ja, und ein Baum ist dort, wa? Der Baum ist tot. Und ich bin hier unterm Vordach von unserem Lagerhaus auf einer Bank. Übrigens, der von Craftwood, dieses Craftingwood, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, dieses Fass, dieses Deco-Craft, das ist auch eine Kiste. Echt jetzt? Mhm. Das ist cool. Dann haben wir noch mehr Kisten, die wir nutzen können, weil da gibt es nämlich unerlängliche Kisten zu craften. Das ist cool, das ist interessant. Da muss ich leider mal gucken. Hilfe! Richtiges Fass, Junge? Ja. Wie verwaltet man denn... Da ist das ja sogar noch ein bisschen geiler. Ach so. In seinem ganz normalen Beutel. Ja, okay, ich hab mir gerade selber gesagt. Lange Kiste zum Beispiel, crafte ich mal eine. Und dann stelle ich die mal auf dem Marktplatz, wo sonst hin. Weil da haben wir ja am meisten Platz immer für solche Geschichten. Und dann, boah, Alter. Ist natürlich noch mal geiler. Seit wann kann man keine Karotten in Seeds verwandeln? Nee, Karotten baust du so ein, weil das Standard Minecraft ist. Also ich meine... Ja, die brauchst, brauchst du nie umwandeln. Ist das? Die Kiste sieht noch mal geiler aus, muss ich sagen, wie die wir vorhin von NPCs hatten. Von Custom NPC. Aber irgendwo war doch noch eine Schmuckschatulle zum Beispiel. Ruhe mit Schlüsselloch, das ist auch interessant. Gucken wir mal, auf dem kleinen Bildchen kann man die immer so schwierig erkennen. Die ist bestimmt eher für eine Schatzkammer geeignet oder so ein Scheiß. Oh, auch geil. Finde ich gut. Gefällt mir. Interessant. Wusste ich nie, dass das auch Kisten sind. Das ist geil. Oh, Alter, hör doch mal auf jetzt mit solchen geilen Sachen, Mann. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich würde am liebsten jetzt die Kiste austauschen gegen die, die ich oben jetzt in der Mühle stehen habe. Aber nein. Jetzt habe ich hier so einen komischen... Hast du den Timo schon angemacht? Ja. Verrückte Timo, Junge. Der verrückte Timo. Ich habe mal eine andere Idee. Nee, die Idee ist auch wieder kacke. Nee, jetzt nicht. Kommen später. Ja, ich wollte mal dieses Bergwerk-Dings da machen, aber da müsste ich wieder Pipes bauen und da müsste ich wieder Sachen sammeln und das machen wir mal irgendwie. Da muss ich mich mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten und mal zwischen die Folgen irgendwie mal was machen und da kann ich das dann mal bauen, weil wir haben ja jetzt Öl. Ja. Deswegen. Aber da müssen wir erstmal noch Wasser sammeln, das müssen wir in den anderen Behältern machen und dann ja, weiß schon. Okay. Oh, ich habe mein E-Mail-Postfach nie ausgemacht. Das ist gut. Jetzt kommt gerade der Ton, dass ich eine E-Mail gekriegt habe. Das ist schön. Sie haben Post. Ja, kann man so sagen. Hier, ich renne hier schon wieder ziellos durch die Gegend. Ne? Jetzt habe ich die zwei Kisten gecraftet und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr wieder, was ich machen will. Scheiße, Mann, ey. Ich bin echt so planlos. Das ist echt zu viel für mich. Ja. So, hier kommt wahrscheinlich trotzdem nur Baumwolle raus, ja. Kommt hier so raus. Senf, Tee und Gewürze. So, oh. Schön. Hier ist noch kein viertes gewachsen. Hier ist bloß eins. Da ist auch noch keins gewachsen. Ach, wollte ich nie irgendwas machen? Hatte ich da nie irgendwas? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Scheiße. Ist doch kacke. Hä? Muss da was einfallen. Wo kann man denn Erdbeere hinsetzen? Wie Erdbeere. Nicht auf diesen Säulen? No. Nee, eben nicht. Du musst aber umgraben, hast du gemacht, ne? Was, umgraben? Mit was? Mit der Hacke, wie immer. Oh, musst du überall nee. Machen. Nö, nee, ich Junge. Könnte jetzt so setzen. Ja, aber das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich ist das nicht richtig. Geh doch mal in die Mühle, ich guck noch mal, was da Sache ist. Wollen wir dann mal schlafen, damit der Regen aufhört? Ja. Ich gehe mal eben nach Hause. Bin klein. Ja, ich renn mal zur Mühle gerade. Blub hat aufgehört. Ja, das wär's jetzt.
Ah, hier hast du ihn hingemacht. Wen denn? Ach, cool. Die Mutti vor der Kristallkugel? Nee, das hier. Der Kessel. Das ist so schön. Ja. Das ist ja, schön. Ne? Das siehst ist du unten cool. durch die Füße, siehst du? Oh, schön. Und die Mutti. Hallo, Mutti. Dreh die mal um. Hey, wo war denn? Ach, hier. Dreh. Die Nase ist ja geil. Der Herbert. Na, der Herbert, dem geht's gut hier, der Müller. You can only sleep at night. Es ist gar nicht Nacht. Ach man, das ist doch doof. Mhm. Wie schmücke ich denn die Geschichte jetzt hier noch aus? Hier oben ist erstmal ganz hübsch eigentlich. Hier muss ich noch so ein... Habe ich natürlich nicht mit. So eine Platte wieder draufziehen. It's raining, man. Ach, ich weiß, was ich mache. Okay, ich habe eine Idee. Da muss ich aber nochmal zurück ins Lagerhaus. Tut mir leid, Leute. Da muss ich auch nochmal an die Deko-Craft-Bench. Ich habe da nämlich ja so eine Idee. Wollte ich ja mal machen. Hast du? Was jetzt die Mühle noch anging, ne? Okay. Was wollte ich denn jetzt machen? Eine Umgrabe. Eine Umgrabe? Das ist schön. Finde ich cool. Jetzt man denn die? Wie heißen die nochmal? Ho. Eine Ho. Weißt du, was jetzt eigentlich das Sofa ist? Jetzt brauche ich Gartensohle. Ja, einen habe ich drin gelassen. Toll. Ja, ich bin nett. Du musst nicht schon mal in... Obwohl, ist das abgeschlossen? Bin ich mir nicht sicher. Ah, es hört auf mit Regnen. Das ist schon mal was Positives. Also hier hätte noch 12 übrig. Ja, bringt mir aber nicht so viel. Ich brauche mehr. Viel, viel mehr. Das heißt, ich werde mir nochmal Bambus schnappen und den irgendwo hinbügeln. Okay. Was wollte ich denn jetzt? Ach hier, den Hammer. Den Hammer brauche ich. Ich habe doch einen so. Hammer. Was mache ich denn gerade hier? Bambus für Gartensohle. Dann brauche ich noch Erde für Gartensohle. Und dann in der Zwischenzeit mache ich dann andere Sachen. Und zwar tue ich erstmal kurz die Sachen, die ich gerade aus den Gartensachen gekriegt habe, hier mal reinschmeißen. Ja, so, und dann nehme ich mir das. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles brauche. Stickies, ich brauche Auto, das weiß ich nicht, ob ich die brauche. Ja, ist ja gut. Ich rutsche von meinem Stuhl. Moment. Mach mal das Kissen hoch, du Affe. Da mache ich ja gerade. Das ist aber gerade runtergefallen. Ich habe nämlich einen kaputten Stuhl. Ich muss mir mal einen neuen kaufen. Ich habe hier so diese senkrechte Strebe von der Lena. Habe ich die ganze Zeit im Rücken. Deswegen muss ich mir da immer ein Kissen dazwischen klemmen hier. Ach, nee. So. Genau. Nee, hier brauche ich nichts. Zwei Irons. Gut. Was brauche ich noch? Wahrscheinlich werde ich da den gleichen Zaun nehmen. Da brauche ich aber noch einen Schüssel. Und mein Inventar ist voll soweit. Das ist gut. Ein gutes Zeichen. Wir müssen allgemein noch mal Pipes bauen, weil... Also wir müssen aber Gold sammeln, auf jeden Fall. Damit wir noch viel, viel mehr Pipes bauen können, damit wir nur endlich mal deine Holzfällerhütte mit unserem Lager verbinden können. Mhm. Weil der Gang dazu ist ja da. Nur das Verbinden ist noch nicht gegeben. Nee. Und neue Rezepte wollten wir mal machen. Oh, wir wollten schon so viel. Was? So viel für uns zwei. Live in the Woods ist für zwei Leute zu viel. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Da-dum. So, wie machen wir das jetzt? Ich mach das einfach mal. So. Muss ja nicht immer alles synchron sein eigentlich, ne? Nö. Sehe ich das richtig? Ja. Nun gut. Weil ich will ja um die Windmühle will ich ja eigentlich Weizen setzen, ne?
Deswegen auch Garten soll. Achso, bevor ich das mache eigentlich, ne, muss ich erstmal hier Bambus ansetzen. So. Schaufel machen wir da noch rein. Noch eine Schaufel. Ne, die Schaufel nicht. Ein Schüssel? Ne, ein Schüssel brauche ich jetzt auch nicht. Lal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 a. Bambus anbauen, Bambus anbauen. Brauche Bambus, Bambus, Bambus. Oh. Muss man irgendwo anders Bambus anbauen hier. Hier zum Beispiel. La la la. La la la? Hm, ja. Dachte ich mir gerade so. Nee, okay, oder? Doch, läuft. Eher nicht so. Läuft bei dir. Ja. Kann ich jetzt nie von mir behaupten. Nee. La 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 la. Ich übertreib's mal kurz mit Bambus anbauen, aber dann haben wir mal wieder ein bisschen Vorrat an Gartensoil. Soll ja nicht schaden. Außerdem wächst das Zeug schnell. Versaut mir gerade zwar ein bisschen so, dass das die Windmühle, aber ist das mir egal. Kommt der eh wieder weg. So, nächster Plan ist... Warum kann ich, ich das nicht mehr anpflanzen? Wenn ich wüsste, von was du redest. Ich esse hier alles. Na, dann weiß ich nie. Was willst du denn anpflanzen? Ja, alles. Gerade eben konnte ich es noch anpflanzen. Jetzt habe ich mit der Hoe das Zeug gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr anpflanzen. Aber du hast Seeds draus gemacht. Nein, weil du es nicht kannst. Das gilt nur für Kartoffeln und für Möhren, ne? Dass du da keine Seeds draus machen musst. Aus allem anderen musst du Seeds machen. Okay, läuft. Komischerweise kann ich jetzt Seeds machen. Ich weiß nicht warum, aber es läuft. Eine sehr, sehr gute Frage. Okay, ich mach mal kurz den Baum hier dabei weg hier. Der nervt mich die ganze Zeit schon. Der fliegt nämlich. Das ist nicht so geil. Ich habe Carpenter-Blöcke einstecken. Das ist super. Aber natürlich keine Sichel, die mir jetzt ein Vorteil wäre. Könnte ich mir eine craften? Da hätte ich aber wieder eine gecraftet. Und ach man. Alter, wie groß ist denn dieser Kackbaum, ey? Drecksbaum, Junge. Kann man so sagen. Ich crafte mir mal eine Sichel. Eine, bei mir heißt die Sichel, glaube. Nee, Sense. Aber sicherlich. Eine Sense. So. Loop. Und dann, das ist eine scheiß Idee, die ich gerade vorhatte. Mhm. Ich make mich auf Holz stellen, bevor ich die Blätter wegmache. Das macht vielleicht Sinn. Schon wieder Nacht. Ja, aber ich kann gerade nie ins Bett. Ich bin gerade auf einem großen Baum. Muss jetzt auch nicht sein. Gut, mein lieber Gut. Schön, dass wir uns drunter überhalten haben. Vor allem drüber. Ja, ja, klar. Nichts anderes. So, der Baum, der flog nämlich in der Luft, deswegen den habe ich bloß mal weggemacht, bloß unten, wo ich das Feld gebaut habe, deswegen flog der. Der Pflug. Der Pflug. Da, 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 da. Er ist halt ein großer Baum, ne? Ich bin immer noch nicht fertig. Man merkt es vielleicht. Hm, okay. Das ist so... Au! So ein ganz großer Baum eben. Blub. So. www.megaboom.de Megaboom? Natürlich. So,
das kann weg. Das kann weg. So, Sachen einsammeln. Alles her bitte, alles her. Danke, 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 dass ihr ja nichts Neues sich hinwächst. Spavend. Spavend? Boah, kann man so sagen. So, wie sieht der Bambus aus? Joa, der wächst und gedeiht. Schön. Boah, ein wunderschönes Beet. Und ich muss erstmal was essen. Schnurps, 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 Schnurps. Auch sowieso Platz im Inventar, wenn ich jetzt Bambus anbaue. Zum Glück habe ich einen Rucksack. Immer dabei, mittlerweile. Läuft bei dir. Na, aber sicher doch. Was erwartest denn du von mir? Ehrliche Antwort oder deine favorisierte? Na, die ich dir vorgegeben habe, bitte. Du hast so viele... Was steht da? Du hast so viele Skills, ich kann es kaum begreifen. Ha, ha, ha. Ja, genau. Nein, das bei uns. Du Pro-Gamer hast du noch vergessen. Entschuldigung. Krieg ich jetzt kein Geld? Nee. Du hast einen Teillohn. Ein Teillohn? Du kannst doch was lenken, Thailand. Den musst du dir teilen. Was von Thailand? Den musst du dir teilen, wenn ich damit. Achso. Hä? Was sind das hier für ein komischer Baum? Weidenholz. Aha. Alter. Was ist denn das hier? Ja, na klar, na klar. Muss dir jetzt ausgerechnet jetzt die Axt kaputt gehen? Dann ist ja, wieder. Die Axt. Ist ja wieder, also. Ein Arbeiten mit dem Kack. Der Baum. Die Axt auf der grünen Wiese. Mhm. Ah, Wintersquash habe ich von vergessen. Mir aus. Wintersquash. Und Onion habe ich auch vergessen. Mann. Also ehrlich mal da gehen, ne? Wenn du nie richtig arbeitest, weißt du Bescheid, ne? Ja, läuft bei uns gar nicht, ne? Blub. Mann. So, das machen wir weg. Hier ist auch ein bisschen zu viel von dem Quatsch. Da kann man irgendwas anderes hinsetzen. Keine Ahnung, warum das so extrem sich hier ausbreitet. Okay, so, das sammeln wir wieder alles ein. Ich hoffe, ich habe alles. Es ist halt dunkel, ne? Ich sehe es gerade selber nicht so rusch. Warum wachsen hier Weidenbäume? Das ist mir ein Rätsel. Ich kann gerade nicht schlafen, hat er gesagt. Ich bin schon nicht dafür, oder? Nee, du hast das gesagt. Ach so, weiß ich nicht davon. Und du hattest gelogen. Ich immer. Wieso? Ich hab keine Ahnung von... Ich hab keine Ahnung, was wir hier gerade quatschen. Ja, keine Ahnung. Ich bin hier hochkonzentriert am Feldpflanzen. Ja, und ich hier hochkonzentriert am am Wald eindämmen. Bisschen. Mal ein bisschen vom Feld ein bisschen Feld muss weg. Das Feld ja nicht, aber die Bäume, die so daneben so wuchern. Wir haben ja gleich diesen Wald daneben, deswegen, den habe ich gerade mal ein bisschen eingekürzt. Jetzt habe ich endlich mal ein Wort dafür gefunden, was ungefähr hinkommen könnte. Brrrt, Bambus. So, schön. Meinst du? Nee. Find ich nicht. Doch, findest du auch. Ein bestimmt. Kleines Kräuterkärtchen. Kleines, auch nur ein kleines. Wir wollen es ja nie übertreiben. Richtig. So, was kann ich hier mit Beauty Berries? Und Blueberries und Snowberries und Blackberries, was kann ich denn damit machen? Weil Blackberry ist eine Handyfirma, weißt du, ne? Oder war? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Gibt's Blackberries überhaupt noch? Ja, gibt's. Gibt's noch, ne? Aber die sind also auf jeden Fall Kunden, die von ihrem Blackberry aus mir noch Nachrichten schicken. Also echt?
Ja, weiß ich nicht. Na klar, also es gibt ja auch Leute, die brauchen nicht die neueste Technik oder was auch immer. Was ich mich eigentlich gerade frage, ist, stellt BlackBerry überhaupt noch was her? Das frage ich mich gerade mal so. Also Keine Ahnung, ob die komplett vom Markt vertrieben sind mittlerweile. Weil die waren ja eigentlich mit einer der ersten, die so anfingen, so in die Richtung Smartphone und so. Ja gut, die ersten waren ja Apple, ne? iPhone war ich eigentlich ja gesagt, das erste, mit, aber... Ich habe ja gesagt, mit die ersten. Ja, aber die waren halt so die ersten, die diese Text Eingabedinger ein bisschen revolutioniert haben. Aber ob es die noch gibt, kann ich dir nicht mal entfernt sagen. Also, warum nicht? Weil ich leider nicht so glück dafür bin. Ist aber schlecht. So. Ja, Leute. So ist es. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr euch damit auskennt, könnt ihr das ja mal reinschmeißen. ja, keine Ahnung. Wird das endlich mal wieder Tag? Also ich könnte mich ins Bett legen jetzt eigentlich. Wie sieht's bei dir aus? Wird schon wieder. Ja, ich bin gleich da. Ist immer noch? Nee, es wird gerade wieder Tag. Das macht nee, keinen Sinn. Ja, oder? Ja, ich sieht's so aus? Sonnenausgang. Ich hab Sonnenausgang. Die Sonne hat heute Ausgang, ja? So, meine lieben Leutchen. Dann eben nicht. Dann gehen wir wieder runter. Genau, so ist der Plan. Die Frage ist, soll ich überhaupt einen Zaun um die Windmühle und deren Weizenfelder machen? Eigentlich nie, ne? Die nächste Frage wäre, warum? Warum ich ihn drum machen wollte? Oder? Ich wüsste auch nie. Dachte mir so, aber eigentlich ist es Quatsch, ne? Ja. Eigentlich schon. Gut, dann ich kann ja schon mal ausheben. So. Ach, schwarzer Granit. So. Was schluckt, das lassen wir so. Wie machen wir das denn jetzt? Schaufel, Junge? Jetzt nicht, ich habe keine Schaufel mit bei. Mann. Du hast keine Schaufel mit bei. Doch, habe ich, aber nur die ich nicht verwenden soll. Ja, das ist schlecht. Also für dich, mir ist das ja egal. Du hast gesagt, ich darf das nicht verwenden, sonst stirbt meine Mutter. Naja, ich habe ja keine Lust andauernd wieder. Was? Ich habe keine Lust andauernd, meine Skillpunkte wieder immer für so eine Schaufel auszugeben, verstehst du? Sondern halt, die soll halt. Ich weiß ja nicht mal, wo du Skillpunkte herbekommst. Ja, von Kohle abbauen und sowas. Also Kohle, von Farmen eben. Vom Farmen, mein Lieber. Soll ich ein bisschen übertreiben mit den Weizenfeldern? Was sagst denn du? Ja. Kann man ja eigentlich nie genug haben davon. Richtig. Weil da kann man ja immer unsere Standard-Sandwiches machen und dann läuft er da eigentlich. Ach, schon wieder Schaufel down. So, dann mache ich das hier und mache ich dann hier so. Boah, das kann man, denke ich, machen. So, als Alter, das ist ein bisschen, boah, ganz schön krass, aber Bucky hat gesagt. Und mit was hat er es gesagt? Ja, mit Recht, ja, ja. Du lernst, junger Padawan, du lernst. Meine Schaufel ist kaputt, aber ich habe zum Glück so einen praktischen Rucksack. So, ich habe eine neue Schaufel, guck mal, wie schnell das bei mir geht hier. Ja, ja, geht bei mir geht es auch schnell, aber ich habe noch 10 Stück in petto. Ich würde mal sagen, dass wir schon bei 24 Minuten sind. Nee, oder? Frag mich, warum wir immer gleich reagieren. Wie kann das eigentlich sein? Am besten nehmen wir gar nicht mehr auf. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Echt. Wir machen einfach eine durchgehende Aufnahme und hauen das als eine Folge raus. So, wir schneiden das jetzt. Ja. Wie die bekannten YouTuber.
Hättest du. Nö. Bin ich jetzt nicht der Meinung, dass das bekannte YouTuber machen. Doch. Gibt viele. Ja, aber nie die bekanntesten, definitiv nie. Na, die bekanntesten vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, Ja, es ist nicht meins. Es würde Kohle bringen. Kohle. Quatsch. Ich hab, aber auch nie die Zeit für sowas. Schneiden, ganz ehrlich, Schneiden ist eigentlich Kinderquatsch, aber ja gut, wenn du halt keinen anderen Job hast, ne? Ja, ich weiß nicht, ich bin zwar ein geduldiger Mensch an sich, aber bei sowas, weiß ich nicht. Das ist so eine Routine, die wäre mir dann zu viel neben meiner allgemeinen Routine eben, ne? Neben normalen Job und pipapo. Das wäre mir dann irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich es mir sparen kann, warum soll ich es mir nicht sparen? Ne? So sehe ich das. Das heißt jetzt nicht, dass ich weniger Aufwand machen will, sondern einfach, dass ich es überflüssig finde, und abgesehen davon, wenn man ein Spiel halt aufnimmt, dann nimmt man halt das komplette Spiel auf, bin ich der Meinung. Richtig. Und das ist ja, das mag ich ja an Trailern zum Beispiel auch nie. Da gibt es halt nur die Bam, 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 Action-Szenen, Pipapo, alles. Beste Folge Trailer ever, ja. Alles in einen Trailer gepackt, weißt du? Also jetzt der Filmtrailer zum Beispiel, ne? Mal ja, beste ist so. Beispiel. Ist so. Besser, alles die besten Szenen, und dann gehst du ins Kino und denkst dir, toll, die besten Szenen waren ja alle schon im Trailer zu sehen. Und die kannte ich schon, ja. Genau. Na, das ist nämlich das, was ich nie so mag. Gut, würden jetzt auch keine Trailer machen, davon mal abgesehen, aber ihr wisst, wie ich es meine wahrscheinlich. Nein. Vielleicht. Okay. Ja, du kannst dann eigentlich mal, ne? Abmodi und so, würde ich sagen. Schon wieder. Ja, 24 Minuten waren es gerade. Jetzt sind wir bei 26. Jetzt habe ich gerade mal 2 Meter Weg und meine Setzlinge. Mann! Meinst du denn, es wird weniger, ja? Nee. Siehst du? Na gut. Also schön, meine lieben Freunde, hier bei dieser Grabesmusik, die ich gerade im Hintergrund laufen habe, würde ich sagen, bye bye, meine lieben Freunde, und bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods. Mit dem Also irgendwas Nussbären stimmt mit dir manchmal. Ich muss mal mit deiner Frau reden, du sollst die Pillen mal bitte regelmäßig einnehmen. Die sticht mich immer mit Nadel und sagt, jetzt bist du wieder gut drauf, du Schwein. Nee. Also, heute mit dabei waren der Knusperkopf. Ja, kenne ich den. Und meine... Ja, kennst du, hoffe ich. Und meine Wenigkeit, der Darky Priest. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.